Okay, redet ihr jetzt nicht? Okay, dann nicht. Ja, dann erstmal herzlich willkommen zu World of Warcraft. Lange ist es her, wo wir die Folgen gemacht haben. Es sollte eigentlich im Livestream kommen. Dort wollte ich so langsam mit euch Richtung Level 50 gehen. Da aber das Interesse an Eurotruck 702 so groß ist und auch im Prison Architect, hatte sich das dann kurzerhand dann doch umentschieden, dass ich das dann doch wieder als Aufnahme mit reinnehme. Und es ist nicht mehr allzu viel bis Level 50. Also wir sind ja schon 38, fast 39 vom Level her. Und ich wollte eigentlich die letzten mit euch halt im Livestream das Ganze machen, aber als ich das angesprochen habe, war das Interesse halt leider nicht so da. Deswegen habe ich es dann gelassen und es kommt dann halt weiter als normale Aufnahme. Deswegen sieht das ein wenig anders aus jetzt. Beziehungsweise wir nehmen das halt jetzt weiter auf. Es wird dann weiter als Aufnahme kommen. Und sobald das fertig ist... Als der Krieg der Ahnen begann, erlitten wir hohe Verluste. Unsere Städte brannten. Lord Rabenkrone rettete unser Volk und unsere Welt vor der Vernichtung. Gut. Sein Tod traf uns alle schwer. Wir stehen so tief in seiner Schuld. Habt ihr noch was, oder... Erstmal so für die Pause machen zwischendrin. Ja, wie gesagt, es sollte eigentlich Livestream kommen, hatte sich dann aber jetzt doch schlussendlich umgeändert, dass das weiterhin als Aufnahme machen. Deswegen, das ist dann erledigt. So, Legion normal. Wieso kann ich da nicht. Achso. Die ist ausgegraut, interessanterweise. Da liegt das daran, weil ich da irgendwas umgestellt habe. Wegen dem Quest-Logo. Jaja. Alles möglich. So, wie bist du? Du bist der. Du bist nicht der Ramp. Hier müsste aber gleich einer kommen, nachdem man hier irgendwas anklickt. Hier gleich einer auftauchen. Da ist er nämlich schon. Die hauen wir dann mal relativ zügig um. Ja, es wird dann so sein, dass wir die weitermachen. Den Char bis Level 50. Dann mache ich die Questreihe mit den Drainer. Die. Sag mal schnell. Die Traditionsrüstung. Und in der Zeit wird schon Cataclysmic live gehen. Ich werde versuchen, da mal zumindest reinzuschauen, ob sich das schon mal lohnt mit dem Aufnehmen. Und werde das dann, wenn es sich schon mal lohnt, aufnehmen, also quasi vorproduzieren, dass ihr das direkt nach dem Renai-Projekt bekommt. Weil heute soll diese Folge eigentlich raus. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich ein paar Folgen wieder aufnehme. Wenn wir ein neues Item bekommen, lohnt sich allerdings jetzt nicht, das Ganze mitzunehmen. Und hier sind die ganzen Gegner, die wir umlegen sollen. Also ich denke, das wird nicht mehr allzu lange dauern, dann sind wir auch Level 50. Problem ist halt, wenn man so da dieses Ziel hat, ich muss jetzt Level 50 werden, ich muss jetzt unbedingt dahin kommen, damit ich die Trainerquest machen kann, ist es halt so, dass es sich so ein bisschen, ja, nicht mehr so questmäßig toll anfühlt, sondern du willst halt so schnell wie möglich Level 50 werden, ne? Das ist jetzt das Ziel. Egal wie, Hauptsache Level 50 werden. So, da kann ich nichts anklicken. Ich brauche ich nicht. Da kann ich was machen und hier, und den kann ich auch umlegen. Deswegen, das ist dann so ein bisschen komisch, ne? Man will unbedingt und schnellstmöglich. Aber das mit MMP habe ich auch schon mitbekommen. Das werde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe das letzte Jahr auch nicht mitgenommen. Deswegen, das werde ich mir dann mal nicht anschauen. Genau. Und tot denjenigen, die meinen Schlaf stören. Ich hätte mich noch einen schlafen können. Dann bin ich aber wach geworden, weil da jemand meint, er müsste Krach machen. Und ja, jetzt bin ich wach. Wir sagen die Römer immer, ich bin wach, ich bin wach. Naja, gut, was will man machen? Wenn man bis morgens halb fünf dann auch am Zocken ist, dann kann man ja auch um 12 Uhr wieder aufstehen. So nach dem Motto. Nee, ich mache das natürlich extra, dass ich so lange wach bleibe, weil ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Und ich gehe dann quasi von der Nachtschicht, also ich hatte jetzt bis Freitagmorgen Nachtschicht und gehe jetzt quasi von der Nachtschicht wieder in die Nachtschicht. Und da ist es dann halt nicht verkehrt, den Rhythmus einigermaßen drin zu behalten. Es ist ein bisschen einfacher, dann wieder die Nachtschicht zu machen. Auch noch jemand? Ja, da ist auch noch einer. Ich bin aber relativ zügig weg hier, das ist kein Problem. So, dann machen wir die Sachen doch schnell kaputt. Da sind wir schon fast 39. Also es wird zu langsam. Ich denke, dass wir das Gebiet hier auch komplett durchgequestet kriegen. Wir haben jetzt 6 von 7 Kapiteln. Also die Dungeons werde ich wahrscheinlich weglassen. Weil ich denke nicht, dass ich da eine Gruppe kriege. Wir können es mal probieren. Das war Finsterdickicht, ne? Finsterdickicht. Ich glaube zwar nicht, dass wir da eine Gruppe kriegen.
Weil die alle jetzt MOP zocken und jetzt nicht hier in Legion unterwegs sind. Deswegen denke ich, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass wir da eine Gruppe kriegen. So, die sind fertig. Wir haben ja noch das Bonus-Team mit drin, ne? Deswegen, das ist kein Wunder, dass wir gerade da noch die ganzen Sachen mit drin haben. Ich glaube, die zählen auch zum Bonus-Ziel, ja. Die zählen auch mit drin und wie sieht's aus? Nö, also wir kriegen keinen. Ich lasse es mal laufen. Wir haben ja doch das Glück, dass wir dann eine Dungeon-Gruppe bekommen. Aber ich denke, das wird so sein, dass wir da keine bekommen. Die Kelxenmeister-Quest-Reihe habe ich ja auch mehr oder weniger so ein bisschen schleifen lassen aktuell. Da müsste ich eigentlich auch weitermachen. Aber es ist nicht so schlimm. Wir wollen ja hier ein bisschen Legion-Questen, Artefaktwaffen. Ja, bringen uns jetzt nicht mehr allzu viel, deswegen ist jetzt erstmal egal. Dude, was willst du? Gut, du bist untot. Einzigste, der bricht, das bist du hier. So kannst du diesen Hammer eigentlich schwenken? Zu viele Fragen. Am frühen Morgen. Ich habe eure Stärke unterschätzt. Ja. Ich gewähre euch einen schnellen Tod. Wir aber nicht. Ja, doch. Da haben wir auch nochmal einen Rare Mob. Die haben, glaube ich, sogar ein Haustier gedrückt, meine ich. Ich hätte der sogar gedroppt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist zu weit entfernt. Hier war doch immer ein Rare-Mob mit dabei. Da ist er doch. Heißt After Punk, schattenhaftes Anspringen. Warum haben wir als Druiden sowas nicht? Skandal. Nicht auch im Dreck. Genau, hast ihr. Heiler droppt der nämlich. Genau, das sieht dann so aus. Also wenn ihr es noch nicht habt, geht ihr einfach hier runter. Das ist ungefähr hier. Rabenwehr. Geht ihr in diese Lücke hier rein. Und dann könnt ihr euch dieses wunderschöne Haustier holen. Ich hab's jetzt leider schon. Aber trotzdem nehme ich ganz gerne Rare Mobs mit, weil die eigentlich gute EP bringen. Wir brauchen jetzt noch den Kester. Wo bist du? Damit wir dich auch für die Quest erledigen können, damit wir das auch haben. Innen irgendwo. Oben. Ne, da steht er. Da ist er doch. Gut. Wir sind hier auch lebend reingekommen. Wer will uns denn aufhalten? Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin außer Reichweite. Nein, es fehlen uns noch 2%. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ich muss näher ran. Und da sind wir Level 39. So, wo bist du denn hier? Muss ich noch was überprüfen? Richter Gläfen. Hier oben oder unten? Ich denke, ich hier unten sein, ne? Krieger! Kein Dämon wird durch unsere Tore treten! War nix. Muss das doch oben sein. Das werden wir schon irgendwo finden, denke ich. Das wird jetzt nicht so wichtig sein. Was denn, lass uns jetzt die Quest. Ah, okay, ich brauch sie doch. Gute Reise. Okay. Wo soll das sein hier? So, Wächterkleven. Ach, guck mal, da sind sie doch. War nicht die Position, die ich eigentlich gerade hatte. Meine Klinge ist bereit. Dient immer treu, mein Freund. So, jetzt müssen wir einen Dämon. Wir müssen da hoch. Ich werde jetzt darüber geflogen.
Wo ist er denn? Da ist er. Grüße, Soldat. Markier dich mal eben, weil ich weiß, wo du bist. Nämlich gar nicht so verkehrt. Warum fliegen wir nicht einfach darüber? Schalte die Wachen im Kerker aus. Besorgt die Schlüssel und trefft mich bei den Zellen. Ich habe kein Ziel. Oh, deswegen bin ich jetzt mit dir da hoch. Einfach rüberfliegen. Aber ich glaube, er hat Fliegen noch nicht geskillt. Noch ein Gefangener für meine Zellen? Nein, kein Gefangener für deine Zellen. Ich werde aus euren Körper und Willen brechen. Meister, ich habe versagt. So, Gefängnisschlüssel. Ich muss nur gucken, wo ich jetzt genau hin muss. Er ist immer noch markiert. Er ist immer noch markiert. Da hier müssten irgendwo Zellen sein. Irgendwo runter. Der steht schon hier unten. Ich hätte es fast rausgeschafft. Gute Reise. Fürst Illidan kennt den Weg. Ich werde dem Gefangenen bald für die Illidari. Ja. Geht vor und sucht Maiev. Illidari. Oh, das ist Legion, kann mir auch der Dämonenjäger spielen. Eine sehr coole Klasse. Aber damals auch sehr schwierig zu spielen. Meinten zumindest viele. Ich fand den eigentlich ganz cool. Aber jede Klasse ist am Anfang schwer zu spielen. Auch der Mönch war damals ein bisschen schwierig zu spielen. Ist ja nichts Neues im Endeffekt. Azeroth darf nicht fallen. Mein Blut, es brennt. Die Teufelsmacht. Ich kann sie nicht beherrschen. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. Ja, genau, wir müssen sie stoppen. Er ist Maiev. Die Wächterinnen haben ihre Augen. Ihr habt meine Rüstung und Glewe mitgebracht. Ich danke euch. An diesem Ort hätte ich keine Rettung. Wo ist mein Bruder? Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Und damals mochte ich sie überhaupt nicht, ne? Weil sie halt hinter Illidan hinterher war. Und Illidan war so einer meiner Lieblingscharaktere. Oder ist es immer heutzutage immer noch? Bruder, ihr kommt wegen mir, obwohl ich versucht habe. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Wächterinnen vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Elun sei Dank, dass ihr noch lebt. Ganz genau, Bruder. Wir haben größere Sorgen. Gehen wir. Sternauge muss sich jetzt verantworten. Mittlerweile finde ich es ja ganz okay, muss ich so sagen. Also ich mochte das damals halt einfach nicht, als halt Illidan immer gejagt hat. Und es war halt einfach nur ihr Ziel, Illidan immer zu jagen und wieder in ein Gefängnis zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, ob sie den immer noch verfolgt oder ob sie sagt, dass sie den immer noch jagen wird. Ich finde jetzt nicht mehr aktuelle Dinge in dem Fall. Aber trotzdem ist Illidan ein geiler Charakter. Und ich denke, der wird auf jeden Fall mit irgendeinem Addon wiederkommen. Genauso wie Sylvanas auch wiederkommen wird. Ich denke mal, jetzt wird er so die Aufmerksamkeit auf Khadgar und die anderen gelenkt. Und Aleria, oder Valeria? Valeria hieß sie, ne? Dass so da erstmal in die Richtung hingeht, in The War Within. Also ich freue mich total auf dieses Addon. Und das werden wir dann auch komplett als Aufnahme für euch machen. Also nicht im Stream, es wird komplett als Aufnahme kommen. Und, dann mal schauen, wie weit wir dann da kommen. Ich weiß immer noch nicht, welche Klasse ich spielen werde, aber das werde ich dann spontan entscheiden. Ich habe kein Ziel. Welche Klasse wir nehmen. Deswegen schauen wir mal. Irgendwo hier müsste noch was sein. Ach, da vorne.
Ihr landet dann auch in den Schattenlanden. Leute, ihr habt noch gar nicht angefangen, das ist aber nett. Befehle ich die Wachen hier. Er muss für seine Laut Rabenkrones Streitmacht wird das Land von allen Invasoren säubern. Ihr wagt es, einen Adligen der Kaldorei anzugreifen? Ihr werdet vergeblich um Gnade winseln. Nein, werden wir nicht. Hat mir diesen Posten zugeteilt. Ich werde nicht vor euch Dämonen weichen. Laut Rabenkrone ist unbezwingbar. Wir werden obsiegen. Eine Tragödie. Selbst im Tode wollte er nur unser Volk beschützen. Hier, dieser Kanal wird uns zurück ins Freie führen. Schnell, bevor unsere Feinde. Ja, es fällt nicht auf, über sonst zu laufen. Ne? Es hätte ja sein können, dass das kaputt geht. Sie haben sich vor uns rausgeportet. Das ist aber nicht nett. Was habt ihr zu berichten? Ich muss die Belohnung wählen, es ist egal, was ich nehme. Die Rabenwehr. Haben wir sie komplett fertig? Wir haben alle Kapitel durch. Ja, wir müssen zurück. Champion, kehrt vorerst zu euren anderen Aufgaben zurück. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Er hat sogar überlebt. Nee, doch nicht, das ist jemand anders. Feiert für die Illidari. Sehr schön, dann haben wir das Kapitel ja abgeschlossen. Dann werde ich mal meine Ruhestein. Achso, das ist schon bekannt. Ja, dann kann ich den zerstören. Ich finde das doof, dass der... Hafenstube. Ne, Hafenstube wollte ich jetzt nicht hin. Der dann als Sammlung zählt. Wo habe ich den? Spielzeugkiste. Dalaran Ruhestein. So. Dann sind wir nämlich auch schon 40 mit dem Level. Dann haben wir ja sehr viel geschafft. Dann sind noch 10 Level zu machen und dann sind wir auch schon soweit. Ich würde jetzt aber mit euch noch die Level 40 holen. Und dann, wo habe ich denn meine Karte? Da hinten. So, wir müssen dann noch was benutzen, den Teleporter und Iluns Trainer abgeben. Dann glaube ich automatisch gehen, ne? Genau. Trainer von Ilun Abgabe. So, die ist nämlich hier unten. Dann haben wir nämlich auch zusammen Level 40 erreicht. Da sind die anderen Sachen, die Aegis, der Hammer. Das weiß ich jetzt nicht. Alles quasi von den Kapiteln, die wir haben, bekommen wir dann die Sachen im Endeffekt. Das ist quasi unser Ziel. Und das war damals so das Ziel. Wir heute feiern, wurde mit dem Blut derer bezahlt, die uns am teuersten waren. Ich finde das neue Modell trotzdem besser. Eurem Mut ist es zu verdanken, uralte Reich von Valshara sich endlich erholen kann. Nun sind die Tränen von Ilun Teil unseres Arsenals. Mögen sie uns den Sieg über die Legion bescheren. Kommt dann noch was oder kann ich jetzt gehen? Den Stubangriff vorantreiben. Wählt auch den nächsten Angriffspunkt. Genau, da wollte ich nämlich hin zur Ordenshalle. Ja. Da wollte ich nämlich hin. Denn ich weiß auch schon, wo es hingeht als nächstes. Aber ich glaube, das werden wir dann erst in der nächsten Folge erfahren. Also ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierhin. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.